they're from the 70s. And followed by another trainer aircraft, this one from the 1950s. All with smoke generators fitted, as you can see, instead of the DC-6. An diesem Maschinenstand wird 1965 in Washington DC bei der US Navy als Trainer im Einsatz. Anschließend wurde sie an einen privaten Halter nach Texas verkauft und von diesem restauriert. Mitte der 80er wurde die Maschine von Ziggy Angerer, dem späteren Chefpiloten der Flying Bulls, auf seiner Suche nach einem leistbaren Oldtimer in Oklahoma City aufgespürt und nach 10 Verhandlungen erstanden. Zur Vorbereitung des Seetransports nach Europa musste Angerer die T-28B zunächst nach El Cosino Hafen von Galveston, Texas und dort weiter mit dem Schiff nach Hamburg nach Florida reisen. My information coming back fast. You can see some of these smoke rings being left in the sky we talked about. This particular T-28 has a fascinating history. From 54 to 1965, it was in Washington, D.C., being used as a trainer by the U.S. Navy. After use by the service, went into private hands. Texas. Dann ist sie 1987 in Innsbruck, ihrer neuen Homebase. Im Frühjahr 88 wurde sie in das österreichische Luftfahrtregister eingetragen und seit 2001 befindet sich die T28 jetzt in Salzburg. After its arrival in Europe, the aircraft was sent to the firm Jet Aviation at Bau. Had another rebuild. And in 1987, it went out to Innsbruck, its new home base. And from 1988, it's been based in Austria until it moved in 2001 to Salzburg. Und wir haben noch ein vermisstes Kind, Arian Rotkegel, 7 Jahre alt. Vielleicht nochmal der Hinweis, bitte geben Sie Ihren Kindern ein.